Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde. Auf mein Vorwärts Zeichen! zu Spellforce, die Order of Dawn. Mir nach! Ja, wir sind immer noch im. Mir nach! Nicht Gottwall. Folgt mir! In der südlichen Kämpft, Gottschlag. Männer! So heißt das Gebiet hier, ja. Schlagt sie zurück! Oh, und hier sollten Hier, wir aufpassen. Verstärkt die Deckung! Nicht zurückweichen! Nein, 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 nein. Schön zurück, schön zurück. Schock. Das hier ist ein schwarzer Turm. Was liegt an? Und ich zeige euch mal, für was so ein schwarzer Turm fähig ist. Dieses Ding hier ist unantastbar. Das durfte ich bei meinem ersten Playthrough ziemlich schnell lernen. Es tut nämlich alles One-Shotten. Helden inklusive. Ja, vorwärts! Bereit, sofort! Deswegen lassen wir den schwarzen Turm schön mal da stehen, wo er ist. Und gehen lieber. Sofort! Weiter in die Richtung, in die wir müssen. Also ja, irgendwann kommen wir doch mal von der anderen Richtung und töten die restlichen Eisernen hier. Was bis auf den schwarzen Turm halt alles weg ist. Mir nach! Oh, hier gibt's ein Dunkelelfen-Monument. Die Rune ruft. Zu Befehl! Prinzeps erster Ordnung, okay. Oh, da unten ist auch noch ein Frostgolem unterwegs. Verstärkt die Deckung! Nicht zurückweichen! Ja! Ihr könnt nicht vorbei! Ihr könnt mich nicht besiegen! So, erstmal die Truppen, weil die Türme, die machen ja zum Glück keinen Schaden. Nicht zurückweichen! Steh bereit! Für das Licht! Verstärkt die Deckung! Oh, gute Magier. Und Schulterplatte eines Prinzeps. Zur Ehre, Audius! Nicht zurückweichen! Verstärkt die Deckung! Okay, die könnte man theoretisch verkaufen. Zu den Waffen! Nicht zurückweichen! Feindlicher Angriff! Ein Gegenangriff! Sie sind überall! Clanbrüder zu mir! Die meinen es ernst! Für den Clan! So, hier sind noch zwei Zauber drin. Und ja, der schwarze Turm ist eigentlich auch der Grund, warum es unnötig war, zu versuchen, hier durchzukommen. So. Sofort! Mir nach! Jetzt können wir erst in das Tal hier runter. Hier sind nämlich noch mehr Eiserne mit einem Nexus und ein paar Frostgolems noch.
Mir nach. Schnell. Ja, wir können dann auch alles, was ihr wünscht, alles einsammeln, schon da. Was hier noch so rumliegt. Also hier liegen ja noch ein Haufen Eiser, ne? Herum. Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen. Sofort! Meister? Gerne. Ich eile, Meister! Hatte ich hier dich auch noch irgendwo? Ja. Was verlangt ihr? Ja. Gehorche. Gerne. Ich eile, Meister. So, reißt mal ihre Nexus ein, während wir hier alles mitnehmen, was wir so finden können. Ich bin unwürdig. Bin schon da. Meister. Gerne. Ich gehorche. So, jetzt haben wir wenigstens an der Stelle alles gleich gesagt. Bin schon da. Feindlicher Angriff! Ja, vorwärts! Sofort! So, die Nexus hier ist auch hinüber. Mir nach! Können wir uns noch um die in die Schlacht. Beiden Frostgolems hier kümmern? Und ansonsten ist hier, glaube ich, gar nichts mehr. Ich sehe jedenfalls keine Truhen oder so. Hm. Nö. Und los! Ja, die Frostgolems finde ich auch toll. Die können, die Verstärkung rufen wollen, aber keine Verstärkung mehr haben, weil ich ihre Basis da oben schon längst eingerissen habe. Wie kann ich dienen? Ja, vorwärts! Hier ist auch keine Truhe mehr oder so. Schnell! Da ist noch ein Eiser da. Aber ja, ansonsten sind wir hier fertig. Können weiter. Ach, hier oben. Folgt mir! Zum Seelenstein. Und wahrscheinlich den letzten Gegnern. Könnte es in meinem Haupthaus demnächst theoretisch nochmal die Bevölkerung? Nein, kann ich nicht. Hab sie schon ziemlich hochgetrieben. Zwei und drei. Drei und zwei hiervon. Bereit und los! Und ja, wenn man die richtigen Ork-Einheiten hat, sind Orks recht und cool. Los! Muss ich zugeben beim Wieder. Also gerade die Veteranen und die Brander sind recht coole Ork-Einheiten. Auf mein Schnellchen! Sofort! Feindlicher Angriff! Schnell! Sofort! Mir nach! Folgt mir! Vorwärts! Auf meinen Befehl! Was wünscht die Rune? Alles klar! Okay, das Portal zum Ruinental, das ist da drüben. Wird sofort ausgeführt!
So, das heißt nur 5 Brander am Schluss. Ja, durchs Ruinental ziehen wir dann aber auch erst, wenn meine Armee hier den Rest geklärt hat. Das kann einen Moment dauern. Ja, da ist ein Eisweber, der Sartarius gefangen hält im Ruinental. Könnt ihr ja schon mal durchs Portal schreiten. Kommen wir halt hier. Ach, hier kommen wir raus. Stimmt. Das führt schon ins Nachtflüstertal. Also, das Nachtflüstertal ist schon das nächste Gebiet. Ja, Sartarius wartet da angekettet mit 3 Kisten. So, ich will erstmal, dass unsere Armee sich hier versammelt, dass ich sie von da aus dorthin zurückschicken kann. Ich rieche Blut. Lauft! Tue wie befohlen. Oh. Warum habt ihr mich gerufen? Stehe bereit. Alles klar. Stimmt, wenn ich durch ein Portal durchgehe, dann werden zu Befehl. Die... Verstanden. Ja, ist die Kontrollgruppen gelöscht. So, was sagt mein Questlog mal kurz? Sartarius aus dem befreit Sartarius aus dem Klau der Eisernen. Ich rieche Blut. Krieg. Ich rieche Blut. Portal zur Zwergenstadt. Achso, das ist eine... Ja, stimmt, das ist eine Zwergenstadt. Hier sind ja Zwergenstatuen. Okay, wer die dahin laufen, kann ich ja schon mal Sartarius befreien. Vor dem Eisweber, dem einzigen Gegner hier. Also müssen wir nicht warten, bis sie vorankommen. Das hier sind übrigens Menschenruinen, so wie das aussieht. Runenkrieger, zu mir! Ja, Katzi. Sartarius! Ihr? Den Göttern sei Dank. Dann besteht noch Hoffnung. Kümmert euch nicht um mich. Ihr müsst weiter ins Nachtflüstertal. Dort steht das große Portal nach Urgard. Sie kommen von dort. Ihr Ursprung muss in Urgard liegen. Ihr müsst dorthin. Wir haben sie unterschätzt. Lasst mich euch zuerst befreien. Nein! Rührt die Fessel nicht an! Ein Zauber liegt! Das kommt mir doch bekannt vor. Wartet, was kam noch gleich als nächstes? Ah, natürlich.